Jetzt sichern, denn alles andere ist Käse. Die Netcologne Doppelflat mit bis zu 25 Mbit für nur 19,90 Euro im Monat. Infos unter 0800 4x2 800 oder auf www.netcologne.de. Herzlich willkommen am Karfreitag zur Spieltagspressekonferenz vor unserem Spiel am Ostersonntag gegen Jahn Regensburg. Schiedsrichter der Partie wird Martin Petersen aus Stuttgart sein. Wir freuen uns darüber, dass wir bis dato im Vorverkauf schon über 43.000 Karten abgesetzt haben, haben alle Tageskassen geöffnet, haben auch noch Karten in nahezu allen Kategorien, bis auf den Stehplatzbereich. Wir werden rund um dieses Spiel einen Familientag haben mit vielen Attraktionen für Jung und Alt auf den Vorwiesen. Die Mehrzahl davon von unseren Partnern. Es gibt einen Rewe-Aktionsstand, es gibt Fotomöglichkeiten mit Hennes, es gibt eine Autogrammstunde mit einem FC-Profi und freuen uns darauf, dass wir eventuell noch mehr dazu animieren können, am Sonntag ins Stadion zu kommen, dass wir eine wirklich ganz fantastische Kulisse haben. Wie es um die Mannschaft aussieht, das wird Stani uns jetzt verraten. Stani, wie sieht's aus? Du hast das Wort. Ja, erstmal natürlich herausragend gut, jetzt schon auf dem Ostersonntag über 43.000 Zuschauer zu haben und sind ja noch ein, zwei Tage bis zum Spiel. Das ist schon gigantisch und das sieht auch, das merkt man dann auch, dass Mannschaft und auch gerade Fans, Zuschauer Lust haben, die Mannschaft weiter zu begleiten und das ist richtig gut und das tut der Mannschaft auch richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen und die freuen sich auch richtig auf diese Kulisse und auf dieses Spiel. Zur Personalsituation ist zu sagen, dass wir vier Spieler im Moment runtergeschickt haben zur U21, die da mitwirken sollen. Das ist Jabo, Pritsche, Bilko, Kübler und Hector. Jonas Hector nach seiner etwas längeren Pause, fast 19 oder 20 Tage ohne Training, nur ein bisschen Reha-Training, eine Einheit mit der Mannschaft, ist das für ihn ein sehr, sehr guter Einstieg wieder nach seiner Verletzung. Und solange spielen, solange das auch bei ihm körperlich geht, auch von der Muskulatur her geht, soll das da richtig austesten. Wichtig auch, dass wir in der Phase, wo sich auch unsere U21 befindet, dass wir unsere qualitativ hochwertigen jungen Leute auch in der Mannschaft spielen lassen, damit wir da auch unsere Ziele erreichen, sprich den Klassenerhalt. Ist auch sehr, sehr wichtig für uns. Der Rest ist soweit fit, bis auf Schnelli. Der hat ein bisschen Probleme, so Wadeübergang, Achillessehne. Er hat natürlich auch sehr, sehr viel Training bekommen, extra Training bekommen, sehr viele Spielzeiten gehabt, Nationalmannschaft. Das ist ein ganz normaler Prozess. Matze Lehmann und Stefan Meyerhofer konnten das Programm voll absolvieren, haben alles mitgemacht, was nötig war, um uns zu zeigen, dass sie körperlich wieder dabei sind. Und dementsprechend werden wir morgen dann in aller Ruhe den Kader benennen für das Spiel am Sonntag. Ausrichtung ist klar, wir wollen gucken, dass wir unsere Serie fortsetzen, dass wir das 15. Spiel ungeschlagen bleiben und dass wir logischerweise auf Sieg spielen werden, steht außer Frage. Wir wissen aber auch aus dem Hinspiel gerade heraus, wie unangenehm Regensburg zu spielen ist und fernab von Tabellensituationen, dass wir im Moment auf Platz 4 stehen und Regensburg im Moment letzter ist, wird das für uns eine ganz, ganz intensive Partie werden. Regensburg wird mit Sicherheit gerade nach der Niederlage von Dynamo Dresden nochmal zu diesen letzten Strohhalmen greifen wollen. Wir wollen gucken, dass wir oben unseren Platz festigen und dementsprechend sind wir gewappnet, sind hochkonzentriert auf diese Partie, haben keine andere Partie im Kopf, bevor die Frage kommt nach dem nächsten Spiel. Interessiert eigentlich innerhalb der Mannschaft im Moment niemanden, weil wir alle sehr gewarnt sind aus dem Hinspiel, dass wir uns
zu 100% auf Regensburg konzentrieren sollten. Trotz alledem haben wir ein Heimspiel, sollte das Selbstvertrauen da sein, dass wir so mutig in die Partie gehen, mit so viel Selbstvertrauen in die Partie gehen, dass wir versuchen, unsere Art von Fußball durchzudrücken.